Kings Falls, willkommen bei den Kings und in diesem Video geht es um Zubehör für euer heiliges HTC One M8. Ein Flipcase habe ich mir hier gegönnt von der renommierten Firma Suncase. Das ist mein erstes Suncase Case und eine Original-Ledertasche kostet so um die 24 Euro bei Amazon natürlich. Den Link habe ich auch unten in der Videobeschreibung. Das Teil gibt es in 10 Farben. Von Antikbraun bis Rustikal-Weiß ist so ziemlich alles dabei. Ich habe jetzt hier die Antik-Rote Variante und die wollen wir jetzt zusammen auspacken. Ja, und das ist jetzt das Case. So sieht übrigens die Hülle aus. Recht ansprechend, wie ich finde. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir das Ganze aufkriegen. Ganz einfach. Ja, und da haben wir es auch schon. Das gute Stück. Also dieser antike Lederlook hier, dieser antike rote Lederlook, also der macht schon wirklich richtig was her. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Schauen wir mal, was sich innen befindet. Also hier haben wir erstmal, um ganz genau zu sein, 3 Steckplätze für Plastikkarten, Kreditkarten, Clubkarten, Bordellkarten, was auch immer. Hier der Suncase-Schriftzug und das ist ein Polycarbonat-Inlay, wo wir dann das M8 gleich reinsetzen werden. Das ist hier übrigens diese Schließlasche, die ist auch magnetisch, habe ich mir versichern lassen. Das merkt man hier auch. Also bisher zumindest rastet sie sehr gut ein. Soll sich übrigens auch, wenn wir das Smartphone in den Kickstand bringen, werde ich gleich auch noch machen, wenn ich das M8 dann auch mal geholt habe. Ja, genau. Also das Ganze ist hier auch rückwärtskompatibel, hätte ich fast gesagt. Also auf der Rückseite haftet das auch. Das ist eine Besonderheit, muss ich schon echt sagen. Das nervt dann nicht beim Filme gucken, beim YouTuben, wenn ihr ein Video guckt und das Gerät natürlich in diese super praktische Stellung hier gebracht habt. Ja, der Winkel lässt sich nicht so ganz toll einstellen, merke ich gerade schon. Aber hey, bevor wir das M8 holen, geht das Case erstmal noch auf meine neue Jamie Oliver Waage. Es ist ja immer sehr, sehr lästig, wenn ein Case ein Smartphone viel zu schwer macht. Also das Ganze wiegt hier 62 Gramm. Das HTC One wiegt ja etwas über 150. Damit seid ihr dann über 200 Gramm. Also ganz, ganz leicht ist das nicht. Aber jetzt aber auch weit davon entfernt, ein Triple Whopper zu sein. Also ich hole dann jetzt mal kurz das M8 und dann legen wir das auch ein. Ja, einen guten Tag habe ich mich jetzt mit dem Case beschäftigt. So sieht es dann aus, wenn das M8 eingelegt ist. Wie gesagt, die Lasche hier, die können wir schön magnetisch auch auf der Rückseite befestigen. Also ich muss mich schon mal in einer Sache korrigieren hier. Der Kickstand ist wirklich grandios, genial. Also hier lässt sich der Winkel optimal einstellen. Das macht richtig Spaß. Was nicht so toll ist, die Nähte hier, habe ich jetzt erst gesehen, die sind alles andere, zumindest bei meinem Exemplar, alles andere als sauber gearbeitet. Hier wurden mehrfach auf der oberen Seite mehrere Löcher ausgelassen und das geht gar nicht. Also dieses Case geht auf jeden Fall zurück und dann wollen wir mal schauen, ob das Standard ist bei der Firma Suncase. Ansonsten gutes Leder, liegt auch so ganz gut in der Hand, auch wenn wir das hier umklappen. Und ja, was gibt es noch zu kritisieren? Definitiv, dass das Telefon sehr schwer aus der Hülle geht. Ich werde mir den Krampf jetzt hier nicht antun. Definitiv nicht. Also da habe ich schon wesentlich bessere Cases gesehen. Es liegt allerdings echt gut drin. Ansonsten leider kein Sperr- und Entsperreffekt. Material hochwertig. Wer seine Clubkarten hier unterbringen möchte, wie gesagt, kann das gerne tun. Ja, Nähte leider nicht sauber verarbeitet. Ich vergebe mal eine Gesamtnote von 7 von 10 möglichen Punkten und bin gespannt, ob mein nächstes Exemplar, was ich dann von Amazon kriegen werde, ob das besser verarbeitet wurde. Folgt den Link unten in der Videobeschreibung, habe ich schon gesagt. Und ansonsten geht's ab zum nächsten Video. Take care.